Journalisten stöhnen über langweilige Pressemitteilungen. Das ist ein riesengroßer Einheitsbrei, wer da in die Redaktion schwemmt. Und kein Journalist will die mehr lesen. Die klingen alle gleich. Wie aber schaffst du es, dass du Pressemitteilungen schreibst, Pressetexte schreibst, die spannender sind? Das wirst du in diesem Video lernen, sodass du hinterher Pressetexte rausschickst, die schneller verstanden werden, klarer formuliert sind und somit mehr Erfolg haben. Wenn du mehr darüber wissen willst, wie richtig gute Pressearbeit geht, die garantiert keinen Journalisten nervt, dann solltest du meinen Kanal abonnieren, indem du auf die kleine Glocke klickst. Dann wirst du jedes Mal informiert, wenn ich wieder ein neues Video hochlade. Und jetzt kommt schon der erste Tipp. Streich Substantivierungen. Die Verbesserung der Anwendungsfreundlichkeit der App stellt die strategische Neuausrichtung unter Beweis. Großer Gott. Solche Sätze erreichen Journalisten und das geht natürlich gar nicht. Das kann man nicht schnell lesen, das geht nicht direkt ins Gehirn, das musst du anders machen. Wir haben unsere App neu ausgerichtet. Sie ist jetzt bedienungsfreundlicher. Das ist Teil unserer Strategie. 3 kurze Sätze statt einem langen Satz und vor allen Dingen Substantivierung gestrichen. Substantivierungen sind der Tod eines jeden Textes, auch wenn dein Deutschlehrer vielleicht was anderes gesagt hat. Du klingst damit nicht intelligenter, du wirst einfach nicht verstanden. Streiche Allgemeinplätze. Die Wellness-Oase sorgt für Entspannung bei Groß und Klein. Dieser Satz könnte in jeder zweiten Wellness-Broschüre stehen und kein Journalist kann das mehr hören, denn das ist so allgemein formuliert, dass man das auf jede Wellness-Oase, auf jedes Hotel, auf jede Saunalandschaft, auf jeden schönen Platz auf dieser Welt anwenden könnte. Was kannst du aber sagen, das nur auf dein Hotel, deine Saunalandschaft, deine Wellness-Oase zutrifft? Kannst du irgendwie konkreter werden? Streiche bitte solche Allgemeinplätze. Weitere Beispiele aus der Tourismusbranche: Hier trifft alt auf neu. Oder dieser Platz lädt zum Verweilen ein. Das ist alles total abgegriffen, schon 1000-mal gesagt und garantiert unspannend und zum Gähnen. Das gilt natürlich auch, wenn du nicht in der Tourismusbranche tätig bist, sondern wenn du ein Produkt hast. Was kannst du über dieses Produkt sagen, das nicht schon 1000-mal gesagt worden ist? Streiche bitte Allgemeinplätze, die andere ganz genauso sagen können und sag nur Dinge, die nur auf dein Produkt, deine Dienstleistung zutreffen. Sag was wirklich Neues. Immer mehr Menschen nutzen Tablets und Smartphones. Ach was. Ja, aber so beginnen wirklich viele PR-E-Mails. Bald schon ist Weihnachten. Ach nee. Sag bitte in deinen E-Mails nichts, was die Journalisten schon alle wissen. Sag nicht, die Digitalisierung ist eine Herausforderung. Den Satz haben sie schon 1000-mal gelesen. Sag also bitte etwas, was sie überrascht, was sie begeistern könnte, wo sie sagen, ah, das habe ich ja noch nicht gehört, das ist ja mal eine Aussage. Sag keine Dinge, die 100 andere Menschen schon vor dir gesagt haben. Finger weg vom Jubelton. Revolutionär, bahnbrechend, Weltneuheit, das steht in jeder anderthalbten Pressemitteilung. Also in fast allen. Und Journalisten können es nicht mehr hören. So viele Weltrevolutionen kann es gar nicht geben, wie da auf den Schreibtischen von Journalisten landen. Lass es also einfach sein, zu jubeln. Hör auf, dein Produkt in den Himmel zu loben. Es ist nicht so revolutionär, wie du denkst, wie es dir vorkommt, dass deine App jetzt irgendeine Neuerung hat oder dein Produkt jetzt irgendwie ein bisschen anders funktioniert. Erzähl lieber, was dieses Produkt besonders macht. Erzähl lieber, warum es diese App gibt. Vielleicht hast du eine kleine Geschichte dazu zu erzählen. Das ist 1000-mal spannender als eine Jubelmeldung. Halte dich kurz. Lange Pressemitteilung will niemand lesen. Kann auch niemand lesen. Die Journalisten haben keine Zeit dafür. Deshalb halte dich kurz. Lieber kurze Sätze als lange. Mach viele Absätze. Schreib klar und verständlich. Ich habe ja schon gesagt, Substantivierungen streichen. Wörter verwenden, die wirklich jeder versteht. Das ist der beste Tipp, den ich geben kann für deine nächste Pressemitteilung. Und wenn du da ein bisschen tiefer einsteigen möchtest, dann schau dir am besten gleich das Video an, der perfekte Aufbau für deine Pressemitteilung. Du findest das Video hier in meinem YouTube-Kanal und vergiss nicht, ihn auch gleich zu abonnieren.